Herzlich willkommen zu einer kleinen weiteren Bastelrunde und zwar jetzt neu in Stereo. Ja, ich habe tatsächlich ein neues Mischpult am Start. Nee, kein neues Mischpult, sondern ein steinaltes Mischpult. Und mit diesem steinalten Mischpult, was mich seit 25 bis 30 Jahre begleitet, konnte ich jetzt zwei Mikrofone anschließen, die ich vorher auch im Einsatz habe. Aber erstens mal ist hier bei dem alten Mischpult die Ausstörung besser. Und zweitens mal habe ich den Vorteil, dass ich jetzt tatsächlich in Stereo arbeiten kann. Da rechts ist rechts, einmal rechts, einmal links. Mein kleiner Stuhl ist auch wieder dabei. So, und was ich nach wie vor noch vorhabe: die Bespannung meines Rechners funktioniert einwandfrei, macht ihren Dienst, sieht aber nicht so schön aus, weil der obere Bereich leer ist. Und ich habe mir gedacht, wenn man im oberen Bereich dann einen Einschub einsetzt, in dem Fall habe ich da mal was vorbereitet, nämlich ein leeres CD-Laufwerkgehäuse oder DVD-Laufwerkgehäuse. Ich weiß nicht, ob es hier noch draufsteht, was es mal war. Mein Chinesisch ist nicht so gut, aber auf jeden Fall war es mal ein Laufwerk, welches noch mit einem alten IDE-Anschluss versehen war. Mal sehen, ob die Kamera jetzt in Details schafft. Ich habe nämlich die Kamera ist umgedreht. So, hier sieht man nämlich dann noch, dass das mal IDE-Anschlüsse waren. Wie gesagt, das Laufwerk war hin. Typenschild ist keins mehr drauf. Meine Idee ist es, einen Lüfter 120er größer oben drin einzubauen. Und zwar so, dass er quasi so in der Endposition steht. Und dieser Lüfter soll dann zusätzlich noch Luft in den Videoschnibbler befördern, damit er möglichst viele frische Luft bekommt. Gefiltert ist sie hier nur super durch unsere Spannung mit der Leitungsstrumpfhose. Aber jetzt muss zusätzlich noch der Bereich da oben ein bisschen gespannt werden. Momentan ist der Bereich, dass der unten etwas vorsteht, wo die normalen Lüfter angebracht sind, den Bereich, wo sonst die Laufwerke gewesen sind. Hat man hier so eine Laufwerksblende verklebt. Da ist momentan nichts und deswegen geht der bespannte Teil schräg von vorne nach hinten, beziehungsweise von unten nach oben. Unten wird er weiter nach vorne gedrückt, oben jedoch nicht. Und meine Idee ist es, die Hülle des alten Laufwerkes zu verwenden, einen Lüfter drin einzubauen und dann dort einfach noch ein bisschen frische Luft zufächeln zu lassen. Das hier ist ein Meshgitter. Mal sehen, ob man auch davon die Details zeigen kann. Ich werde meine Taschenlampe griffbereit. Sollte sie sein, verwenden, um zu zeigen, dass hier Luft durchkommt. Dann, wir sehen hier, wo ich mit der Taschenlampe durchleuchten kann. Da kommt auch Luft durch. Hier ist noch so ein kleines Schaumstoffpölsterchen drin. Das könnte ich theoretisch noch rausnehmen. Das ist mit solchen Klammern befestigt. Die von Ihnen zeigen können. So, jetzt sollten sie sichtbar sein. Hier haben wir dann so eine Klammern. Und die könnte ich dann aufbiegen und könnte auch diesen Schaumstoff noch rausnehmen. Das hat, wie gesagt, keinerlei Funktion. Ist einfach nur, dass das als Abschluss dient, der dann genauso groß ist, wie es früher bei den CD-Laufwerken der Fall war. Das heißt also, er soll mir dann die Bespannung an der Stelle noch straffen. Aber wie mache ich jetzt den Lüfter da fest? Auch da habe ich schon eine Idee. Ich habe mir mal ein paar Winkel gekauft. Zwei davon werde ich nur brauchen. Ich lese mal so, dass beide Camps davon profitieren. Könnt ihr euch später im Video aussuchen, ob ihr unten rechts gucken möchtet oder oben im großen Bild. So, ich habe mir schon auf der Rückseite Markierungen gemacht, wo dann ungefähr der Bohrpunkt hinkommen müsste, wenn ein Lüfter dort angeschraubt werden soll.
Nehmen wir mal jetzt rein theoretisch an, der wäre so. Der Lüfter würde davor kommen. Und dann würde ich jetzt den Lüfter hier an dem untersten Schraubpunkt befestigen. Dass er dann quasi in diesen Klammern befestigt hält. Das heißt also, wie gesagt, das ist jetzt nur ein Beispiellüfter hier. Ich nehme mal an die andere Seite. Da kann man schön sehen, dass ich die Lochabstände so gewählt habe, dass hier theoretisch ich die Schraube von dem Lüfter original gleich losschrauben kann. Auch hier können wir eventuell mit der Taschenlampe mal kurz nachhelfen. Und zwar von hinten. Ja, mal gucken. Oh, da sieht man nämlich, dass ich dann hier durchschrauben könnte. Und das ist halt meine Idee, die ich heute gerne umsetzen möchte. Das Problem ist, es ist gleich Mitternacht. Früher ging es leider nicht. So. Ich muss hier gleich zwei Löcher bohren. Ich hoffe, das wird nicht allzu laut. So, man sieht, ich habe schon mal angezeichnet. Ich schalte mal kurz um. So, hier sieht man, ich habe mir schon zwei Markierungen gemacht. Das ist auch der Grund, weswegen ich die Kamera jetzt, die farblich einen besseren Zustand hat, hier unten für diese Nahaufnahmen verwende. Wie immer, gucken, ob mein roter Lappen hier rumschaut. Wenn nicht, hören wir heute mal einen anderen. Ich habe immer ein paar alte zerschnittene T-Shirts am Start, die man sowohl zum Putzen nehmen kann, als auch zum Drunterliegen. Damit ich hier nicht auf dem Tisch rumkratze. So, ich habe mir mal die Schiebelehre genommen und möchte mal wissen, was der Innendurchmesser hier ist. Und beim Innendurchmesser würde ich sagen, wir sind bei ziemlich exakt 4,4 mm. So, dann gucken wir mal, was der Durchmesser von unseren Winkeln sagt. Und der Durchmesser dürfte sein 4,7 mm. Das heißt, meine Idee würde aufgehen. Und ich müsste mit den normalen Lüfterschrauben es schaffen, durchzuschrauben, um den Lüfter an diesen Winkel zu befestigen. Auf der Innenseite natürlich nur. Und wie groß ich die Löcher mache, spielt ja keine Rolle. Spielt nur eine Rolle, wo es die Löcher sein müssen, wo der Lüfter angeschraubt wird. Gut, und dafür habe ich mir, was soll ich ein bisschen Platz machen wieder, Taschenlampe weg, Schiebelehre weg. Ich liege gerade, wo ich meine Mutter und die Schrauben habe, aber auch die werden sich anfangen, weil die habe ich nicht frisch gekauft, die sollten noch in meinem Fundus sein. So, da sind wir wieder zurück, wie vorhin versprochen, in Stereo. Einmal links, einmal rechts. Habe ich mittlerweile die Schrauben herausgesucht, nachdem ich ein kleines Einstellungsdrama mit meinen Kameras hier hatte. Ich kann nur sagen, ist eine blöde Idee, zwei Kameras von der gleichen Firma verwenden zu wollen. Das gibt nämlich oftmals das Problem, dass die Kameras sich gegenseitig abschießen. Also, Tipp von mir, wenn ihr sowas auch macht, nehmt Kameras von verschiedenen Herstellern. Gut, aber nichtsdestotrotz, ich habe es eingestellt bekommen, hat ein bisschen gedauert. Ich kann weitermachen und jetzt kann ich mir meine Schrauben ausmessen. Ich habe hier mal ein paar Schrauben gekauft. Und diesen Schrauben habe ich denn vor, die Winkel auf der Innenseite ja verbaut werden, um quasi hier durchzuschrauben, so dass diese Winkel dann festgehalten werden, und diese Schrauben sollten dann auch genügend Anpressdruck haben, um den ganzen Spaß festzuhalten. Ich weiß gar nicht, ob meine Windelsteigung lang genug ist, denn wie es aussieht, ist hier am Ende der Schraube ein kleiner Bereich, wo kein Gewinde ist. Eventuell ist das hier zu dünn sogar. Da muss ich mal gucken, was ich da mache. Ich schraube die ja mit Muttern fest. So, gucken wir mal.
Also wie gesagt, ich habe mir den Spaß angezeichnet. Und habe meine große Holzplatte hier am Start, die immer in Einsatz kommt, wenn ich bohren möchte. Ich muss mal kurz die Kamera weiter rüberziehen hier. So, dass ich möglichst nicht dran hängen bleibe. Da später auch was seht, ich schalte mal um. Sollte jetzt funktionieren. Okay, die Kamera sollte dann jetzt die Aufnahme machen. Vom Bohren. So. Dann passt das schon. Gut, dann muss jetzt der Schrauber her. Achso, mal schnell durchmessen, wie dick die Schrauben sind. Ich weiß, wie dick ich bohren muss. Ich tippe mal auf 4 mm, mal sehen, ob ich recht habe. Achtung, ich nehme jetzt in dem Fall nicht die Spitze der Schiebelehre, sondern ich nehme den Bereich, wo sie dicker ist, damit ich nicht ins Gewinde reinkomme. Das würde meine Messung ja nicht funktionieren. Und meine Kamera sagt ziemlich genau 4 mm. Das passt also. Dann suchen wir uns den 4 mm Bohrer, Metallbohrer, den Akkuschrauber und dann machen wir die beiden Löcher an den Stellen, wo meine Markierungen sind. So, dann schalten wir mal um auf die Totale oben. So, das Akkuschrauber ich hin. Ich habe keine Ahnung, welcher mein Akkus der ist, der besser geladen ist. Spielt auch keine Rolle, sondern zwei Löcher werden. Okay. Hat Dampf. Sollte also funktionieren. Griff mal weg. So, dann gucken wir bei den Bohrern. 3 mm, 4 mm. Ich könnte theoretisch erst mit 3 mm vorbohren. Werden wir mal machen. Wird einfacher werden, das Loch zu treffen. So, Drehmoment nehmen wir raus. So, einmal auf Bohren gegangen. Ein Drehmoment ist raus, also auf Webcam umschalten natürlich. So, da sieht man es. Umgeschaltet auf Bohren.